freue mich auf einen Spaziergang mit der wohl bekanntesten forensischen Psychiaterin Österreichs, der Frau Dr. Heidi Kastner und ihrer Hündin, die Mara. Was ist denn das für eine Rasse? Ein Cane Corso. Ein Cane Corso. Italiano? Ja, ja. Okay. Wie ja, sind Sie ja. auf diese Rasse gekommen? Rein zufällig, sie ist aus dem Tierheim. Okay, aus dem Linzer Tierheim. Sie ist aus dem Linzer Tierheim und ich habe sie dort kennengelernt und mir war die Rasse eigentlich egal. Ja. Ich habe alle meine Hunde aus dem Linzer Tierheim gehabt. Ja. Und was ist das Tolle an der Mara? Sie ist völlig unbedarft, völlig angstfrei. Ja. Ja. Sehr unbefangen, offen für alles, freundlich zu jedem. Ja. Also so quasi das Gegenteil von dem, was Sie beruflich immer antreffen, oder? Sie ist ein sehr wohlwollender Hund auch, ja. Insofern, ja. Ja, und warum haben Sie diesen Weg ausgesucht? Ich bin da in der Gegend aufgewachsen, bin da als Kind oft spazieren gegangen. Das waren diese famosen Sonntagsspaziergänge, die man als Kind ja nicht sehr schätzt. Ja. Die waren damals auch noch hundefrei, daher noch weniger lustig. Okay. Aber ich kenne die Gegend da nur aus einer Zeit, wo diese Umfahrungsstraßen nicht existiert hat, wo man da nur also durch diese Felder durchging und dann da heraufging. Und von daher kenne ich es schon lang. Ja. Und außerdem finde ich das Arboretum sehr schön. Also ich finde diesen Baumbestand da sehr reizvoll und freue mich jedes Mal wieder dran. Okay. Und die Mara auch? Und die Mara auch. Die darf da frei reden, oder? Außerdem ist es eine Freilaufzone. Ja. Das ist ganz wichtig. Großer Vorteil. Ja. Trifft man dafür andere Hunde? Gelegentlich. Ja. Gelegentlich. Das stört aber die Mara nicht, oder? Nein, im Gegenteil. Sie freut sich über jeden, sie begrüßt jeden. Ob klein, ob groß. Ob klein, ob groß. Kleine sind weniger interessant als große. Ja, ja, logisch. Die Lust zu spielen hat altersbedingt schon etwas nachgelassen. Wie alt ist sie jetzt? Sie wird 6. Sie wird 6, okay. Ja, also im besten Alter kann man sagen eigentlich. Ja, aber kein Kind mehr. Ja, klar. Klar. Na, dann waren wir mal los, oder? Ist schon gut. Ja, komm, die geht eh schon. Das ist schon so fad. Es ist schon so langweilig. Es gibt ja diesen Spruch wieder, her so's g'scher. Optisch sind sie ja ganz anders wie die Mara, aber rein in jeder Hinsicht anders. Aber vom Wesen her hat sich da irgendwie in den 5 Jahren, die sie zusammenleben, jetzt irgendeine Ähnlichkeit ergeben? Schwer zu sagen. Ich bin vermutlich gelassener geworden, was auch eine Funktion des Alters sein kann. Das tritt ja idealerweise im Alter ein, dass man gelassener wird. Ob das jetzt mit ihr zusammenhängt, kann ich schwer sagen. Na geh, hast du ihn getroffen? Na sowas. Gott sei Dank ist nicht ganz so fad. Hat die Mara eigentlich, weil sie ist ja schon ein imposanter Hund, für sie irgendeine Schutzfunktion auch? Nein. Also keine beabsichtigte, ganz sicher nicht. Also sie wird als Wachhund geführt, was bei meinem Beruf nachvollziehbar ist, das schon. Ja. Die Funktion würde sie auch erfüllen, schätze ich mal. Ich glaube auch, dass sie reagieren würde. Aber ich sehe sie jetzt nicht primär als Funktionshund. Ja, in Ihrem Beruf haben Sie es ja mit Menschen zu tun, die nicht immer ganz nett waren, die ja schon einige Delikte oder zumindest ein schlimmes Delikt hinter sich haben. Ich muss schnell die Mara füttern. Sie sitzt sogar. Du sitzt sogar, bitteschön. Hat man da manchmal irgendwie Ängste oder ist man da irgendwann einmal bedroht, wenn man so ein Gutachten macht oder wie man so recherchiert? Ja, normalerweise nicht. Ja. Ja. Normalerweise ist das eine klare Situation mit einem klaren Kontext. Mhm. Ja. Wo uns beiden klar ist, warum wir jetzt da sitzen. Mhm. Und das ist meistens in einer Justizanstalt? Das ist oft in einer Justizanstalt. Ja. Und ich habe ja mit den Probanden jetzt keine emotionale Auseinandersetzung, in dem Sinn, dass ich zu ihnen irgendeinen längeren Bezug hätte, wo irgendein Streit eskalieren könnte. Ja. Das ist ja der Großteil der Delikte, das übersieht man immer. Man fürchtet sich dann immer vor dem schwarzen Mann im Park und übersieht, dass die meisten wirklich brutalen Aggressionshandlungen im familiären Kontext stattfinden. Mhm.
dennoch ist es ja so, dass sie dann hin und wieder beim Gutachten nichts Tolles rauskommt für die Person und die vielleicht aufgrund ihres Gutachtens dann schon. Aber erstens als Schwester ist das Gutachten ja nicht mündlich unmittelbar danach. Ich gebe zwar Auskunft, wenn ich gefragt werde und es auch schon sagen kann. Mhm. Ja, es wird immer wieder gesagt, was kommt da raus? Und wenn ich es weiß, dann sage ich es. Wenn ich es nicht weiß, sage ich es weiß ich nicht. Muss man es überlegen. Ja? Und gelingt es dann immer, dass man jetzt halt als Expertin völlig unvoreingenommen diesen Menschen gegenüber sitzt, dass man sagt, naja, du bist halt krank und darum... Ich würde sagen, dass das schon, das ist halt eine Frage der Professionalität, das ist auch eine Frage der Übung. Mhm. Ja? Und das ist generell so in der Medizin, dass man das jetzt nicht im Behandlungssetting oder wenn man mit seiner medizinischen Kenntnis arbeitet, die Sympathie gefragt ist. Ja? Ist das nicht so, dass man irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt alle, sage ich mal, als Pflanze ist etwas, alle Wahnsinnigen kennen, das ist jetzt gemein gesagt. Also man hat nie alles gesehen, ja. Ich finde das immer wieder verblüffend, weil natürlich, wenn ich mir jetzt den Akt anschaue, dann habe ich eine Erwartung, was dann mich bei der Untersuchung erwarten wird. Ja, ja. Ne? Weil ich mache aus der Erfahrung natürlich und aus dem Akt heraus gewisse Vorannahmen. Mhm. Ich muss aber trotzdem ergebnisoffen hingehen, weil es bestätigt sich immer wieder, dass sich diese Vorannahmen bei Weitem nicht immer bestätigen und dann dort, wo man sitzt, die ganze Situation und da die Person völlig anders darstellt, als man sich das vorher gedacht hätte. Also man muss wirklich offen bleiben und es nicht mit Vorurteilen und fixen Meinungen hingehen, weil das wird dem Menschen nicht gerecht. Und es ist immer nur so, dass man Dinge sieht, wo man sich denkt, das ist ganz was Neues. Sie sind ja gewohnt, dass eigentlich immer Menschen analysieren, aufs Genaueste. Jetzt denkt man sich ja, wenn man als Mensch Ihnen gegenübertritt, denkt man sich, wird man jetzt da analysiert oder nicht? Wie ist denn das in Ihrer Freizeit? Erwischen Sie sich selber dabei, dass Sie sich denken, das ist Beruf. Wenn Sie mit einem Maurer befreundet sind, fürchten Sie auch nicht, dass der, wenn er Sie besucht, gleich eine Mauer aufstellt. Ja. Also das ist ja irgendwie nicht jetzt so, dass jeder automatisch seinen Beruf immer und überall ausübt. Jetzt reden alle über einen Donald Trump, was das für Geistesgestörter ist, aber jetzt absichtlich einmal so, weil das so formulieren sehr viele. Was denken Sie sich, wenn Sie denn im Fernsehen sehen? Wie kann man den unter problematisch einordnen oder? Ich finde seine Art, sich zu verhalten, problematisch. Mhm. Ja, ich finde das bisweilen auch bedrohlich. Weil ich manchmal den Eindruck habe, das Ganze wird auch bewusst nur weiter, also Situationen werden nur weiter eskaliert. Mhm. Ich kann das jetzt aus der Distanz unmöglich einschätzen, ob das jetzt eine Art Klientelpolitik ist, ob das eine Taktik ist oder ob das genuine Verhaltenskreativität ist. Mhm. Das weiß ich nicht. Mhm. Ja. Ich glaube, es ist vieles denkbar. Mhm. Ich würde mich da sehr zurückhalten, jetzt über den Menschen irgendwelche diagnostischen Äußerungen abzugeben. Mhm. Da hat man ja von Narzissmus bis Demenz und was der Kuckuck schon alles gehört. Ja, genau. Ich kann es nicht sagen, weil ich ihn nicht kenne. Ja, es ist für mich nicht auszuschließen, dass da halt eine Art sehr, vielleicht ein verqueres oder für unsere Sicht verqueres Kalkül dahinter steckt. Mhm. Man darf aber auch nicht vergessen, dass zwischen der US-amerikanischen und der europäischen Kultur deutlich mehr Unterschiede bestehen, als man sich das immer so vorstellt. Mhm, ja. Nur aus der Ähnlichkeit der Kleidung und der sprachlichen Ähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Konsumgüter kann man jetzt nicht auf eine kulturelle Übereinstimmung schließen und die, glaube ich, besteht schlichtweg nicht. Mhm. Ich glaube, wir haben mit der US-amerikanischen Kultur ungefähr so viele Ähnlichkeiten wie mit der von Djibouti. Ja. Und es ist nicht jeder, der sich blöd aufführt, deswegen gleich gestört. Also es können sich auch an sich gesunde Menschen willentlich unnötig aufführen. Ja, es ist nicht jedes unbewünschte Verhalten gleich Symptom einer Krankheit oder Störung. Das ist auch die Tendenz da, nicht? Dass man jeder, der was Böses tut, muss krank sein und jeder, der sich blöd aufführt, der muss eine Störung haben. Es gibt klare Definitionen, wann eine Störung zuzuschreiben ist. Ja. Und es ist halt leider so, dass nicht jeder, der sich deppert benimmt oder unerwünscht benimmt oder Dinge tut, wo man sagt, das ist ja völlig daneben, gleich mal krank ist oder gestört ist. Ist jetzt noch irgendwas, was Sie erschüttern kann, auf allem, was Sie gesehen haben? Natürlich, natürlich, natürlich. Natürlich, weil die Intensität der Erregung wahrscheinlich nicht mehr so heftig ist wie früher. Gelegentlich doch, aber
Natürlich, es gibt immer wieder Dinge, wo man sich denkt, das ist ja unpackbar. Ne? Oder das, aber das muss es nicht unbedingt ein Delikt sein, es kann auch, es können auch Verhältnisse sein, unter denen Leute freiwillig gewählt lange Zeit leben. Ne? Oder was ich immer schlechter aushalte, ist so dieses grundsätzlich fehlende Gefühl für andere. Ne? Also wenn, und das ist nicht immer nur bei den Tätern. Gehen wir da oder da? Wie sind man die da Führerin? Da. Beifuß. Also es war total interessant, mit Ihnen gesprochen zu haben und ganz viel erfahren. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es war ein sehr netter Spaziergang, auch ja, für die Mara, glaube ich. Ja, genau, auch für die Mara. Die mich getroffen hat, genau. Die hat auch kennengelernt, ihre neuen Erfahrungen machen dürfen. Ja, und dann freue ich mich schon auf das nächste Gespräch mit Ihnen. Danke sehr. Danke.